Am 7. September fand in Leipzig der Tag der Johanniter statt. Ein bedeutendes Ereignis, das die Arbeit und das Engagement der Johanniter Unfallhilfe in den Fokus stellt. Insgesamt kamen rund 1000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, um sich bei den Wettkämpfen unter Beweis zu stellen. Insgesamt 50 Mannschaften mit 450 Teilnehmenden traten am Sonnabend gegeneinander an. Verschiedene Altersgruppen, beginnend ab 6 Jahren, mussten sich bei unterschiedlichen Prüfungen bewähren. Dabei wurden sie von mindestens einem Schiedsrichter beaufsichtigt und nach jeder Station erfolgte eine Auswertung, sodass die Retter nach dem Wettkampf auch inhaltlich profitieren können. Also ich bin damals zu den Johannitern übers Ehrenamt gekommen, auch ganz normal nach dem Abi einfach ins Ehrenamt eingestiegen, Katastrophenschutz, Sanitätsdienst und dann in den Rettungsdienst gegangen, habe die Ausbildung zur Notfallsanitäterin gemacht und bin dann vor 2 Jahren hier zu den Johannitern gekommen, kümmere mich jetzt da hauptamtlich um den Sanitätsdienst und Katastrophenschutz und es ist einfach schön, Menschen zu helfen. Wir Johanniter sind so eine große Familie, da gibt es für jeden Platz und alle Möglichkeiten, das ist einfach schön, das sieht man hier auch an diesem Wochenende, es kommen alle zusammen, man ist zwar im Wettkampf eigentlich Konkurrenz, aber es ist trotzdem ein schönes Mittel. Das macht einfach Spaß. Also wir haben ja auch wirklich in allen Bereichen ehrenamtliche Leute, sind auch auf die angewiesen. Ob das jetzt wie bei mir Sanitätsdienst, Katastrophenschutz ist, ob das in der Pflege ist, in der Geflüchtetenhilfe, Seniorenbetreuung, in der Kita. Es kommt wirklich einfach auch auf die Ehrenamtlichen drauf an. Das ist sehr wichtig und es macht einfach Spaß, wenn man helfen kann, ein Stück was zurückgeben kann. Insgesamt mussten sich die Teilnehmenden an 15 Stationen unterschiedlichsten Notfallszenarien stellen. Jede Mannschaft muss dabei 5 Stationen durchführen. Dabei gab es unter anderem die Szenarien von Reanimationsübungen, aber auch typische Situationen aus dem Alltag, wie ein beim Handball verunfallter Sportler oder der Unfall mit einem Skateboard. Das Ehrenamt ist natürlich für die Johanniter extrem wichtig. Das ist quasi die Basis für alles. Ohne die Ehrenamtlichen funktioniert das Ganze nicht. Sei es nun im Sanitätsdienst, wo die Leute in ihrer Freizeit zu Fußballspielen, zu Konzerten gehen, sei es die Erste-Hilfe-Ausbildung oder auch die Rettungshundestaffel. Das ist alles ehrenamtliche Arbeit, was die Leute in ihrer Freizeit machen, was die Leute gerne machen. Und das ist natürlich toll. Ohne die Ehrenamtlichen würde das nicht funktionieren. Und andersrum bedeutet es aber auch sozusagen, alles kann und nichts muss. Also es ist natürlich schön, wenn die Leute ihre Freizeit investieren und bei uns auch das Ehrenamt einbringen. Aber es heißt nicht, dass es dich verpflichtet, so und so viel zu leisten. Der Tag der Johanniter in Leipzig war nicht nur eine Feier der Gemeinschaft, sondern auch eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, sich für andere einzusetzen und solidarisch zu handeln. Gewinner waren, wie auch schon im vergangenen Jahr, die Mannschaft aus dem Erzgebirge unter der Leitung von Dominik Leistner. Sie sind damit Sachsenmeister und dürfen im kommenden Jahr zum bundesweiten Tag der Johanniter. Vom 26. bis zum 28. September findet dieser in Erfurt statt und wir drücken dem Team aus Sachsen die Daumen.